Sonntag, der 13. November 2016. Während ich meine ganze Männlichkeit ausstrahle, indem ich versuche, einen guten Rang in der Foot Champions Weekend League zu erreichen, ja, ich habe Aubameyang, kommt es zu einem Zwischenfall, der meinen ganzen Sonntag verändern sollte. Objekt XYA35084, welches sich auch als Freundin betiteln lässt, betritt das Zimmer und möchte dieses mit einem Untermenschenniveau aus Untermenschenhausen bereichern. Denn sie bittet mich, RTL anzuschalten für eine neue Folge Schwiegertochter gesucht. Tja, und jetzt bin ich wieder Single und muss demnächst noch einen großen Müllsack aus meinem Keller befördern. Aber scht, ihr wisst von nichts. Okay, mal Spaß beiseite. Nachdem ich meine Männlichkeit verlor, war es da. Es RTL. Und er sollte Mitleid mit mir haben, denn Schwiegertochter gesucht ist ausgefallen, da das Formel-1-Rennen aus Brasilien wegen dem Unwetter immer wieder unterbrochen wurde. Danke, brasilianischer Regen. Du warst schon immer ein wahrer Bro. Und ab diesem Moment wusste ich, es wird eine neue Ausgabe Facebook Madness geben. Denn ich war mir sicher, die Unterschicht der Unterschicht der Unterschichten wird sich auf Facebook bei RTL über diesen Vorfall beschweren. Und das kann einfach nur lustig werden. Schauen wir mal rein. Untermensch 1 meint: Nee, euer Ernst, nur wegen Formel 1 kommt keine Beate, kann ja wohl nicht sein. Das Beste am Sonntag, danke auch. Okay, beruhige dich. Ich habe kurz überlegt und wollte eigentlich Sachen aufzählen, welche am Sonntag definitiv besser sind. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir das Ganze umgekehrt machen. Also Sachen aufzählen, die am Sonntag schlimmer sind als Schwiegertochter gesucht. Mir sind gerade noch so 5 Sachen eingefallen. Boah, das war aber auch schwer, ey. Aber gut. Untermensch 2 meint: Wehe, ihr lasst Beate ausfallen, wegen die Formel 1 Quatsch. Meine Augen! Meine Augen! Langsam wird das zum Running Gag. Shit. Bruh, look at this Untermensch, wow, bruh. He's just, bruh. Bruh, my eyes, bruh. Untermensch 3 ist richtig mad und verzweifelt und meint: In der realen Wirtschaft interessiert es keinen, ob es regnet oder schneit. In der Formel 1, da fallen ein paar Regentropfen und schon, oh, die Millionäre könnten nass werden und sich Auer tun. Jeder Arbeitnehmer nimmt jeden Tag das Risiko auf sich, auf dem Weg zur und von der Arbeit. Da ist keiner, der sagt, oh, Regenguss, wir arbeiten heute nicht. Und die Moderatoren, was labern die ganze Zeit für Fazit, ich habe noch nie und werde auch nie jemals einen Cent für so eine lächerliche Veranstaltung ausgeben. Wer kennt es nicht? Die Arbeit steht an und man fährt auf der Straße bei Regen erstmal mit 300 km/h, um nicht zu spät zu kommen. Ich bin dann mal kurz am Friedhof und frage ein paar Betroffene. Ah ja, Untermensch 3, ich habe auch ein Fazit zum aktuellen Stand. Es ist echt traurig, dass alle 3 Untermenschen bis jetzt Männer waren. Ich weiß echt nicht, welche Krankheit die haben, aber das sollte mal untersucht werden. Untermensch 4 ist auch männlich und meint: Wie dumm seid ihr denn? Ja, der Tagespreis für die beste Selbstzerfickung geht definitiv an Untermensch 4. Untermensch 5 ist ein ganz schlauer und meint: Bitte die Formel-1-Übertragung abbrechen. Guckt doch eh keiner mehr. Alle warten auf Schwiegertochter gesucht. Ja, da muss ich Untermensch 5 im gewissen Maße recht geben. Man hätte die Übertragung abbrechen sollen, denn RTL ist RTL und hat definitiv keine Rekordquoten verdient. Aber um es im Sinne vom Untermensch 5 zu kommunizieren, keiner steht für die Zahl 0. Das Rennen haben durchschnittlich 6,83 Millionen Zuschauer gesehen. Beim genaueren, ich meine ganz genauen Hinsehen kann man erkennen, dass 6,83 Millionen ausgeschrieben auch ein paar Nullen beinhaltet. Untermensch 5 hat, denke ich, einfach die Zahl falsch verstanden. Das verzeihen wir ihm doch. Oder? Frau Untermensch 6 meint: Hallo, Untermensch 173 und ich Untermensch 6 würden gerne Schwiegertochter gesucht anschauen.
Wäre das möglich, Amina Koim? Okay, also quasi, ich bin zwar keine Türkin, aber da ich gestern einen Döner gekauft habe, fluche ich auf Türkisch. Das ist cool. Ich bin ein Untermensch. Okay, Untermensch Nummer 6. Okay, beruhige dich. Untermensch 7, mein zu guter Letzt. Ich fordere den sofortigen Rücktritt des RTL-Programmchefs. Aber zackig, noch bevor die Sonne aufgeht. Das sind im Allgemeinen die besten Kommentare. Ey, RTL, ihr seid scheiße. Ich möchte eure Sendung schauen. Okay. Beruhige dich. Es macht mir Angst, dass diese Leute wirklich existieren, in unserem Land leben und als Mensch betitelt werden. Was läuft bei diesen Menschen verkehrt? Und was können wir dagegen tun, dass diese Madness ein Ende hat? Abstechen? Auswandern? Kennzeichnen? In die RTL-Zentrale abschieben? Ich bitte um eure Mithilfe. Der Lösungsvorschlag mit den meisten Likes bekommt ein virtuelles Eis. Viel Glück und haut rein!